Deutschland und Schleswig! Hey, ist Maschine. Wo befinde ich mich? In Gelsenkirchen natürlich, im Amphitheater. Wir haben ein Jubiläum zu feiern. 20 Jahre Hämatom. Schön, dass ihr da seid. Lass uns tanzen, du Menschenplage, denn wir feiern jetzt unsere letzten Tage. Gott serviert den Henkers Braten, Teufel schinden, Götter taten, Engelstränen, Seelenpiraten. Ich bin hier mit Fokus, mit Nils und Erik. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Ihr dürft den Opener sogar machen. Das wird gut. Ich denke, es wird ganz gut. Auf was freut ihr euch besonders heute? Aufs Feiern danach? Oder? Auf alles. Aufs ganze Line-Up. Ja, mir geht's um währenddessen und danach eigentlich ja komplett, im Prinzip komplett, ja. 20 Jahre! Wir sind immer noch auf diesem wunderbaren 20-jährigen Jubiläum von Hämatom Maskenball. Und wen treffe ich? Schniesen und Mike von den 257ers. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen, wir freuen uns. Tachchen. Hi. Du musst hier reinspringen. Ja, ich muss da reinspringen. Hi. Hi. Ihr seid ja nicht das erste Mal auf so einer Sache, die Hämatom veranstaltet. Wie ist eure Verbindung? Also die Geschichte, die wir immer erzählen, ist, dass wir einen Song mit Rammstein machen wollten und die Bands vertauscht haben. Das ist, jetzt haben wir dann später gemerkt, dass das nicht die Band sein kann, die wir meinen. Jetzt kennen wir die halt, müssen wir halt besser draus machen und deshalb sind wir jetzt das zweite Mal da. Ich finde es gut, also wenn sich Verbindungen so ergeben, kann man mit leben. Ja, auch mal aus Fehlern ein bisschen was Positives. Ja, man muss das Beste aus dem machen, was man hat. Wie lange ist ein Stage-Time für euch? Wie lange spielt ihr heute? 60 Minuten. 60 Minuten, das ist schon geil, oder? Das ist eine Stunde, oder? Das ist ungefähr eine Stunde. Ungefähr aber nur. Ja. Aber ist geil, oder? Ist doch eine schöne Stage-Time, oder? Ist eine schöne Stage-Time. Was ist eure Lieblingsauftrittszeit? 12 Uhr. 65. 12 Uhr. Hä? Ich mag ja mich mit Künstlern unterhalten, die mich nicht ernst nehmen. Wir ballern uns dort und flicken unseren Kopf. Wir ballern unseren Kopf und flicken uns dort. Schön, dass ihr nochmal hier seid. Ihr habt gerade einen sehr, sehr schönen Auftritt gehabt, wie ich finde, auf der Bühne beim Maskenball. Wie war? Ja, das ist der Wahnsinn. Also wir kommen ja immer mit gemischten Gefühlen her, weil wir so die ganz andere Musik machen, als die von heute jetzt auch erwartet wird. Aber es ist der Wahnsinn, wie wir immer wieder gefeiert werden. Fans von Hämatom sind so sympathisch. Aber das sind wirklich so super und liebe Leute da. Die machen mit, die schunkeln, die tanzen Walzer, die machen Polonaise. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Ja, es war ja für uns eigentlich ein Revival. Wir waren ja vor 5 Jahren schon mal da. Und wie gesagt, damals war ja mein Lieblingsmensch, mein Herzensmensch West noch da, der uns einen roten Teppich gelegt hat. Und ich glaube, das ist trotzdem allen in Erinnerung geblieben, weil er ist ja bei uns im Herzen, ist bei allen Fans im Herzen und er war eigentlich heute mit dabei. Wir waren Helden unserer Zeit, ein Teil der Ewigkeit. Lichterloh! Ich trag das alles noch in mir und gebe es niemals wieder her. Ihr startet Lichterloh! Lichterloh in Flammen! Wir haben uns dafür entschieden, euch einen ganz besonderen Jubiläums-Award zu überreichen zum 20-jährigen Geburtstag für sage und schreibe 160 Millionen Streams, 120.000 verkaufte Alben und 30.000 Downloads. Dafür ein großes Dankeschön von uns auf die nächsten 20 Jahre. Ich weiß, man darf nicht mit dem Fahrer sprechen, aber Sie fahren noch den Bus von Knaukator. Wo geht's denn hin? Ja, na, heute geht's nach Gelsenkirchen. Was ist denn da? Also ein riesiges Amphitheater, wo wir zu Ehren von Hämatom auftreten werden. Die haben noch Jubiläum, 20. ne? Richtig, richtig. Deswegen sind wir da. Wie ist denn eure Kontaktaufnahme zu Hämatom zustande gekommen? Also ich bin vor 20 Jahren Viehisch mit dem Fahrrad gestürzt. Da habe ich dann, ja, kam da so ein Bluterguss und da war da so ein Mann, der sagte, oh, das ist ein Hämatom. Und der spielt auch Gitarre. So ist das zustande gekommen. Behind the mask.
von der Bühne runter. Ja. Ihr seid ja oft dabei, alte Verbindung mit Hämatom. Ja. Wie war hier? Es war abgefahren. Also anscheinend kennen uns die Leute mittlerweile, weil Hämatom uns ja glücklicherweise mit auf Tour genommen haben, auf die Liebe und Hass Tour, die legendäre, schönste Tour, die wir jeweils gemacht haben. Wir sind immer noch dankbar und die Leute sind einfach der Hammer. Was war denn so das Bekloppteste, was du auf so einem Konzert erlebt hast? Gibt es da irgendwelche? Das war schon so ein kleines Highlight, wo Nord kurz in Flammen stand. Er hat es erst gar nicht gemerkt. Ja, nee, also aber auch dann voll professionell weitergemacht. Das war schon geil. Wirklich, hätte ich nicht mal erschrocken. Ja. Also, wir hatten uns schon, ich hab's ihm dann gemeint, war das Teil von der Show? Wer hat ihm das Leben gerettet? Wer hat ihm das Leben gerettet? Wer hat ihm das Scheißleben gerettet? Danke. Ich verstehe die ganze Zeit Horst. Ich glaube, ich habe zwei Leute getroffen, die wirklich original aussehen wie die eine Hälfte von Hämatom. Das ist so geil, die freuen sich. Würdet ihr einen Geburtstagsgruß reinsprechen, ja, kurz für die Band? Gerne. Also ich muss auch sagen, also ich bin seit 20 Jahren ganz großer Hämatom und vor allem Süd-Fan. Habe mir dann immer die neue Maske, die hatten ja schon so viele verschiedene Masken, seit sie bestehen, ja. Die habe ich mir immer neue nachgekauft, nachgebaut, was auch immer. Und ich bin richtig nervös. Ich freue mich auf dieses Konzert heute Abend und ja, alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Hämatom. Also unfassbar professionell, oder? Geil. Danke. Viel Spaß auf dem Konzert. Ja, danke. Okay, danke. Wir müssen jetzt auch mal vor, weil die fangen gleich an. Haut rein, ja. Oder? Ja, und außerdem, ich bin ja Beast in Black gleich, also. Ah, dann die schau ich mir auch ja, an. Ja, das ist super cool. Schutt und Asche, wir bringen Schutt und Asche. Schutt und Asche, wir reißen ein, schenken neues Land. Schattenmann sind da! Yeah! Hallo! Hi! Na, wie geil ist das denn? Und ich sehe ein ungewohntes Gesicht. Wie lange hattest du Zeit, um die Sachen drauf zu schaffen oder konntest du eh alles? Was? 5 Tage? 6 Tage? 5, ja. 5 Tage, ja. Also eigentlich ist es nur eine halbe Stunde Gig heute. Ja, Gott sei Dank. Also wir freuen uns das erste Mal über eine kurze Spielzeit. Also er zumindest. Ich mich nicht, aber er. Er hat auch ein bisschen weniger Angst jetzt, wo er wusste, es sind nur 8 Songs. Richtig. Ja. Ach, er sieht ganz vergnügt aus, wie ich finde. Bei dir ist auch alles okay? Bei mir, ich freue mich über die 30 Minuten auch, weil ich dann kann ich schneller ein Bier trinken und den anderen zuschauen. Bei dem Wetter eh ganz geil, oder? Ja, total. Jetzt musst du auch noch was sagen, sonst bist du gar nicht zu Wort gekommen. Ja, ich freue mich auf die ganzen anderen Bands heute und vor allem auf Hämatom. Wir baden in den Fluten mit offenem Visier. Es regnet, es regnet, es regnet Bier. Die Welt geht vor die Hunde und wir folgen ihr. Es regnet, es regnet, es regnet Bier. Da, 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 es regnet Bier. Da, 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 es regnet Bier. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Hämatom, happy birthday to you. Großartig. Wir zünden euch eine Kerze an, weil ihr heute Geburtstag habt. Wir backen euch einen Kuchen und schreien laut Hurra. Geburtstag, jawohl, den finden alle toll. Wir feiern heute eine Party, genau wie im letzten Jahr. Ihr werdet heute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 oder 11, 12. Oh, der 14. 15. 16. 17. 18. 19. Nein! 20! Ja! Auf die nächsten 20 Jahre, oder? Ja! Höchste Gratulation zu 20 Jahre, dass ihr das 20 Jahre durchgehalten habt, liebe Hämatoms. Wir sind die 257ers, wir treten heute auf eurem Maskenball-Festival auf. Krass, dass ihr das 20 Jahre macht, ehrlich. Dumm. Das ist heftig. 20 Kerben auf der Brust. Happy 20th birthday, Hämatom. And we're looking forward to playing Maskenball Festival, guys.
Cheers. Flat Rate für die Achterbahn. Wir lieben euch über alles. Alles Gute zum 20. Und noch viele, viele, viele weitere Jahre. Ihr seid die Geilsten. We love you. Was ihr Husos von uns denkt. Happy Birthday zum 20-jährigen Jubiläum. Wir wünschen das Beste und vor allem einen schönen Abend heute. Und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen bei eurer Feier. Deswegen macht weiter so, gebt alles. Wenn du hängst, denkst du. Alles Gute zu 20 Jahren Hämatom. Happy, Happy Birthday! Wenn wir unser 20-Jähriges haben, wollen wir euch auch bei uns sehen. Wir sind keine Band, wir sind eine Familie. 20 Jahre wie im Rausch. Scheiß auf den Trend, wir sind hier, wir sind viele. A big happy birthday to Hämatom for 20 years as a band. They are fucking amazing. Let's do 20 more years. Let's fucking go. Congratulations, Hämatom. Dass wir immer noch hier sind, liegen uns oft in den Armen oder streiten bis aufs Blut. Doch am Ende wissen wir, nur zusammen sind wir gut. Kriegen einfach nie genug. Ihr Lieben, wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass wir dabei sein durften beim 20-jährigen Jubiläum von Hämatom, von der geilsten Band der Welt. Und wir wünschen Hämatom alles, alles, alles Liebe und Gute für die nächsten Jahre. Mit Maske könnte ich auch bis 100 spielen, Heidi. Ja, wir besorgen dir eine Maske. Wir sind keine Band, wir sind eine Familie. 20 Jahre wie im Rausch. Auf den Trend, wir sind hier, wir sind viele. Kommt damit klar, oder? Wir sind keine Band, wir sind eine Familie. 20 Jahre wie im Rausch. Scheiß auf den Trend, wir sind hier, wir sind viele. Gelsenkirchen, es war der Wahnsinn. Es gibt ein Problem. Wir haben leider, leider, leider Rose verloren. Wir wissen nicht, ob sie selbst abgehauen ist oder ob sie gekidnappt wurde. Ich glaube, sie wurde gekidnappt. Wir werden sie finden. Wir werden sie finden. Spätestens auf der Tour im Januar. Und Februar ist sie wieder am Start. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Gegenstand bedanken, weil es so schön beschreibt, wie wir uns die letzten zwei Tage gefühlt haben, oder Nord? Und es beschreibt auch ganz, ganz gut unseren Fanclub. Das ist ein Fanclub-Geschenk. Ja. Ungelogen. Dankeschön. Maskenball 22 oder 24, nee, 24 ist mittlerweile. 20 Jahre Hämatom. Man sagt immer auf die nächsten 20. Ich sag auf die nächsten. Wir bedanken uns gerade und sagen, dieser Gegenstand drückt am besten die letzten zwei Tage aus. Ja. Bisschen klein, finde ich. Also wenn wir eigentlich, müsste 40 Zentimeter mindestens sein. So ein richtiger Ost-Bieb. Also Leute, wir sehen uns im Januar, Februar auf Tour. Rose, wo bist du? Meld dich. Rose! Du hast meinen Kontakt. Wir sind keine Band, wir sind eine Familie.